Rotpolster, Rot-Weiß, den RWE-Podcast gib it auf Ohren von Timo und Marlon. Und jetzt mal Tacheles. Liebe RWE-Familie, liebe RWE-Freunde, herzlich willkommen hier zu unserer nächsten Ausgabe unseres Podcasts, der Rot-Weiß-Podcast von den Jungs von Pottbolzern. Und heute sind Timo und ich endlich mal nicht alleine. Timo und ich haben jemanden für euch mitgebracht und ich muss ihn, glaube ich, unter den RWE-Fans nicht vorstellen. Sandy ist heute dabei. Sandy, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du heute ja, uns hier besuchst. Ja, Tag zusammen. Ich freue mich auch sehr, dass ich endlich mal dabei sein darf. Ja, wurde auch langsam Zeit. Ne? Du singst ja immer unser Lied so schön ein und machst auch unser Outro. Und dann wurde jetzt auch mal Zeit, dass wir denjenigen, der uns so ein geiles Auto gibt, hier auch endlich mal dabei haben. Ne? Wurde wirklich Zeit. Und ich sag mal, Sandy, wir haben natürlich ein bisschen was zu bequatschen heute. Wir wollen natürlich über RWE reden, aber wir wollen auch über dich und dein Projekt reden. Timo und ich haben es ja letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt, haben schon so ein bisschen angeteasert, was du machst. Aber vielleicht kannst du erstmal zu Beginn, bevor wir jetzt über Fußball sprechen und über alles, was so aktuell ist, erstmal, denke ich, über dieses wirklich schöne Projekt so ein bisschen erzählen. Timo, dich begrüße ich auch übrigens. Ne? Wollte ich gerade sagen, ich habe nur drauf gewartet, bis du gesagt hast, ach, der Timo ist auch noch da, deswegen. Ja. Aber Timo, du bist heute mal im Hintergrund. Ja, ich bin gerne im Hintergrund. Wie gesagt, heute ist natürlich unser Gast der Sandy, der das phänomenale Intro-Auto schon gesprochen hat. Ich glaube, viele haben sich den sogar schon als SMS oder WhatsApp-Turm runtergeladen. Ja, habe ich auch. Sandy, deswegen nur Chapeau dafür. Ja, richtig geil geworden. Und ja, Sandy, kurz zur LP erstmal so ein bisschen. Wie kam es denn überhaupt dazu? Viele RWE-Fans wissen das. Der eine oder andere hat sie wahrscheinlich auch schon gekauft. Erzähl uns mal so ein bisschen. Ja, nur das Projekt, das steht im Raum jetzt mittlerweile über 5 Jahre schon. Und die ersten Songs waren aufgenommen, normal eine CD, sag ich mal, hat 12 Titel, 10 bis 12 Titel. Und wir haben immer gesagt, da der Aufstiegssong einer der ersten Songs waren, die fertig waren, warten wir einfach, bis er zum Aufstieg kommt. Und immer in der Winterpause wussten wir dann, ach, wir haben ja noch ein Jahr Zeit. Und so sind dann immer mehr Songs zusammengekommen. Nur irgendwann ging mir da mal so was von auf den Sack, ich wollte den Scheiß dann auch endlich unter die Leute bringen und dann haben sich die Zeiten aber auch geändert. CDs kauft heute keine Sau mehr mittlerweile, ja. Werden wieder LPs gekauft, nochmal ein Traum, ja, davon mal eine wirklich eine Vinylplatte rauszubringen. Ja, das ist eine doppelte geworden, aber mit 16 Titeln drauf, ja, wir völlig... Völlig heiß jetzt den Scheiß unter die Leute zu bringen. Ja, und war heute in der Geschäftsstelle wegen der Herzenswünsche, hat man einen Termin und habe auch mal nachgefragt. Da sind schon reichlich Vorbestellungen reingekommen und das kann auch noch weitergehen. Also wäre natürlich irre, wenn das Ding körperlich kommt, die Platte wirklich aus dem Presswerk schätzungsweise in 5 Wochen erst im Fanshop an. Ja. Und wenn anhand der Vorbestellung der Kram schon ausverkauft wäre, dann wäre natürlich der absolute Kracher, aber das wäre ein Traum, aber da wollen wir hin, ne? Deswegen wollen wir erstmal abwarten. Genau, deswegen machen wir hier heute natürlich auch nochmal Werbung dafür, also jeder Rot-Weiße oder auch jeder, selbst wenn er nicht Rot-Weißer ist, aber gerne mal zu RWE geht, völlig egal, unterstützt das Projekt, ist eine absolut geile Geschichte. Sandy, das Ganze hast du ja auch für einen Kumpel gemacht, ne? Habe ich richtig in Erinnerung. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was es damit so auf sich hat. Ja, der Ruhr-Michel, den brauche ich, glaube ich, auch niemanden vorzustellen. Genau. Ein guter alter Freund von mir gewesen. Wir haben manche Schlachten zusammengeschlagen. Und wir waren freundschaftlich auch, wie gesagt, sehr verbunden. Der ist halt im Februar 2017 durch einen Arbeitsunfall verstorben. Und da haben wir sehr zu knacken dran gehabt. Ich habe da immer noch zu knacken. Ich war gestern halt mit der Witwe, mit der Anne, noch am Grab. Da haben wir noch die Abschlussszene von dem Musikvideo aufgenommen, das mittlerweile auch schon bei YouTube ist und schon über, weiß ich nicht, 1200 Klicks hat. Ich glaube, da bei dem Song selber, das ist ja der Titel, die Doppel-LP ist dem Ruhr-Michel auch gewidmet. Sie heißt halt Unvergessen. Da sind sehr viele Emotionen bei, das hört man dann, glaube ich, auch raus, weil ich finde immer absolut wichtig, dass man authentisch bleibt, auch gerade als Musiker, die Leute merken es. Wenn du nur irgendeine Scheiße aufnimmst, um bekannt zu werden,
dann merken die Leute das und wenn du einfach viele Emotionen da reinstellst und einfach ehrlich und immer aufrichtig mit dem bist, was du da gerade auf Vinyl oder CD oder in schickst, völlig in die Leute auf. Dafür Leute mich auch, dass ich mach mal die, sing mal die. Gut, ja, also. Und deshalb eine ganz normale Sache auf ja. mich. Der Ruhrmich ist auch auf dem Cover vorne drauf. Das ist für mich eine extreme Angelegenheit, die ganze Nummer. Hört sich gut an. Es ist eine sehr ergreifende, emotionale Geschichte, natürlich, ne, wie wir gerade auch gehört haben. Denke ich aber nicht. Und ja, wie gesagt, dem anderen, jedem wirklich nochmal ans Segen. Kauft das Ding, unterstützt das Ganze. Was kannst du denn, Vatikanus, denn muss ich warten? Was hast du denn da so auf? Gerade so als RWE-Fan fragt man sich, was kriegt da so auf die Ohren? Nein, die Leute wissen ja, was für Musik ich mache. Also wirklich ein kunterbunter Mix mit einem Titel, so bayerisch, so voll was Musik. Das ist eine Sendung, Verarschung. Ich hab damals, als ich den Song geschrieben habe, wie gesagt, an Anlehnen an Ruth ist null. Ich nehme einfach mal den schlechtesten RW mit dem schlechtesten Sauber. Das ist mir genau, schöner akustischer Raum. Den habe ich mit Mittelstufe-Gymnasium genommen. Dann sind natürlich unsere obligatorischen Punkrock-Sachen drauf. Klar. Das ist aber wirklich bunt gemixt. Ich da ist für jeden irgendwas dabei. Und das Coole an der Nummer ist, ich höre immer wieder, ja, ich habe keinen Plattenspieler, ich brauche mir die Platte gar nicht kaufen. Völliger Blödsinn, die Leute, die sollen mir einfach per Mail ein Foto von der Rechnung schicken, dann kriegen sie von mir den Zugang zum MP3-Download. Aber das ist halt ein besonderes Produkt, das ist wirklich auch ein doppelseitiges Cover. Schön innen drin ist eine schöne Collage von uralten Fotos, die teilweise ich von Archivaren auch bekommen habe, oder von Javatan.de, oder ich habe da viel Hilfe erfahren und da haben wir was Schönes zusammengestellt. Das klingt nach einer spannenden Sache. Wir sind sehr gespannt, Timo. Ich glaube, wir werden uns das Ganze auch mal reinziehen, ne? Ja, genau. Wie gesagt, der Send mir vorhin bzw. gestern schon das Video geschickt bei YouTube und wie sagt man so schön im Pod, das geht durch die Decke. Der Send hat gesagt, mehr als 1200 YouTube-Viewer schon und ja, einmalig mit dem Video auch natürlich alles für unseren Ruhrmichel unvergessen. Und ja, man kann den Sandy einfach nur da ein riesen Kompliment aussprechen. Allgemein auch den Staudertrinkers. Meine erste Konfrontation mit euch, Sandy, kannst du dich daran noch erinnern? Ja, ich kann mich da sehr, sehr gut dran erinnern. Ich weiß auch noch, da war damals das Spiel gegen ETB, Oberliga-Zeiten noch. Und vor allem hat kurz die Insolvenz hinter sich und der Sandy, irgendwas muss er machen. Und vorher, da war da halt, wie gesagt, das Spiel, Heimspiel gegen den ETB. Und da habe ich die Idee zu eben diesem Song nur der RWE gehabt. Und da habe ich gesagt, komm, wir machen mal eine Platte. Wir waren ja vorher nur auf den Stimmung statt Randale vertreten, immer mit einem Song. Also, komm, wir machen mal eine Platte. Wie zum Welling hin, noch im alten GMS. Hab da mir einen Termin geholt, dann hat man sich mal vorgestellt und er sagte, Sandy, du brauchst mir gar nicht viel erzählen, eine einzige Frage, was kostet den Verein? Ich sage, nix, finanziell ich selber. Jo, machen. Und dann wurde das immer ein bisschen spannend. Ich hab dann über Damian und Waldi, habe ich euch dann halt mit ins Café Nova gekriegt und dann haben wir zusammen schön den Song aufgenommen, was für mich immer noch für mich persönlich mein schönster Song ist, den ich jemals für Rot-Weiß geschrieben habe. Aber war schon eine witzige Nummer, zumal Lucky damals ja noch zum Abschluss Meadows, kennst du mal eine Tüte Pilz? Ja, sicher! Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, genau, also für alle Lucky ist Lukas Lenz damals. Ja, und er musste dann, oder hat den besonderen Auftrag von Sandy bekommen, dass er mal eine Tüte Pilz holen soll. Hat er gemacht. Ja, genau, auf jeden Fall. Gemacht, natürlich. Ja, sicher. Kann man übrigens auch, da haben wir ja auch ein Musikvideo gedreht, das gibt es auch bei YouTube. Ah ja, hab ich noch nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber dann weiß ich ja, was ich heute Abend vorhab, ne? Also okay. ich kann euch noch, Entschuldigung Sandy, ich kann noch sagen, ich hab, das ist gerade bei meinen Eltern, ich habe so eine Sporttasche, wo ich viele, viele alte Trikots drin habe, Fotos, Videos und schieß mich tot. Und ich war letzte Mal bei meinen Eltern und da habe ich mal gekramt, weil ich was raussuchen musste. Und da habe ich echt noch die CD
Frisch verpackt, ja. Sandy. Du lässt mich jetzt aus. Das ist jetzt nicht jetzt hier schon geplant gewesen, aber die habe ich echt gesehen. So Café Nova Staudert. Ja, genau. Genau, ja. Ein Unikat. Aber da weiß ich noch. Erzähl. Voll geil, Marlon, weil unser kleiner Bürgermeister, der hatte noch nicht mal Ansatz von Bartwuchs. Da war noch nicht mal ein zarter Flow. Der Kleine sah aus wie 12, als er bei uns war. Ey. Der war frisch, ne? Ganz frisch. Wollte ich gerade sagen, da habe ich noch nichts gehabt. Keine Brust, keine Brust da. Komm, sag es wie im Ruhrgebiet, noch keine Haare am Sack. Genau, ich wollte sagen, keine Schamhaare, nix. Ja, nein, aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Erlebnis. Vor allen Dingen, ich glaube, wir waren dann da auf der Bühne, ne, Sandy? Und richtig, ja. Wie so ein Schulchor, ja. Alle so ganz in der Reihe gestanden, ja, und dann da ging es halt los mit dem Sandy und ja, erst hat sich natürlich jeder geschämt zu singen, weiß ja selbst, wie das ist. Klar. Ich hätte jetzt gesagt, na 3-4 Pilz, dann geht's immer leichter, aber dementsprechend gab es keinen Pilz. Da ging ja auch nicht, der Waldi war ja dabei. Genau. Aber wie gesagt, danach, war auf jeden Fall ein super Erlebnis, muss ich sagen, wo ich mich auch immer gerne dran zurückerinnere, ne? Geil. Ja, ich meine, die Saison, das war eh eine Traumsaison. Also erstmal die Aufnahme mit euch, das war für mich das einschneidende Erlebnis. Und das Highlight war halt, als wir dann den Song zusammen um LKW bei der Aufstiegsfeier noch gesungen haben. Und viele andere dann auch. Und das Trikot, diese Saison, das trage ich seitdem durchgehend. Also, zieh mal zum Pennen aus, da habe ich meinen RWE-Schlammanzug. Nein, aber bei jedem Spiel, das ist mein Trikot, das ich wirklich zu jedem Spiel trage. Dieses Aufstiegstrikot. Geil. Da hänge ich dran und da verbinde ich halt viel mit und ja. Und das wird's. Also wir können mal, wo ich da unterbreche, wo du gerade sagst, da auf der Bühne vom GMS, da werde ich nochmal dem Maler ein paar Fotos zukommen lassen, weil wie gesagt, ich habe noch ein paar Oldschool-Bilder und da sehen wir den Sandy und mich auf der Bühne und ich glaube, ich habe da so eine Bierbrille auf. Ohne Bart du noch wahrscheinlich? Ohne Bart, du weißt ja selber. 50 Kilo gewogen gefühlt und noch eine Piepstimme, noch niemals im Stimmbruch gewesen. Ne? Aber wie gesagt, das Bild lasse ich dir mal zukommen. Vielleicht können wir das ja auch mal für den einen oder anderen hochladen. Mega gerne. Also ich glaube, das sind auf jeden Fall Erinnerungen. Dafür lebt man auch den Sport, gerade beim RWE, dass man coole Erinnerungen hat, dass was jetzt passiert, genauso endet wie damals, oder Sandy? Ja, klar. Aber ich weiß noch, wie du, ich glaube, du, Rotzlöffel, hast mir meinen Hut geklaut. Und ich habe dann vom Lambo, glaube ich, diesen riesen Zylinder bekommen, der sah aus wie ein Pilzglas. So ein Dich. Ja, die Fotos kenne ich auch noch. Ey. Geil. Ja, Timo, schick's rüber. Müssen wir auf jeden Fall veröffentlichen. Also da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Wenn nicht jetzt, wann dann? Genau. Ja. Nein, aber wie gesagt, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit, die ich nicht missen will. Und da hat der Sandy auf jeden Fall viel Beitrag zu geleistet. Hör mal, Sandy, jetzt, du hast gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Der Timo damals, junger Bengel und so. Jetzt haben wir euch hier gerade mal zusammen sitzen. Das hat man jetzt im Podcast nicht so oft. Jetzt sag doch mal aus deiner Sicht so den Timo. Ihr kennt euch jetzt schon viele Jahre. Was ist der Timo für ein Typ? Was ist der Timo für einer? Wie hast du den in Erinnerung und wie siehst du ihn heute? Erzähl mal ein bisschen. Ich seh den Kleinen heute nicht anders, als ich den damals gesehen habe. Ich meine, wir werden ja gemeinsam älter, das ist ja das Ding. Ja, genau. Der Timo ist immer noch mein Junge und fertig. Ob der jetzt der Bürgermeister von der Hafenstraße ist, das ist mir ziemlich scheißegal. Das ist für mich einfach mein Junge, fertig. Wir haben, ich weiß noch, also dann den Abschied nach wo bist du hingegangen? Schweiz, Österreich, Schweiz? Ja, erstmal nach Aachen und dann bin ich nach Österreich gegangen, genau. Aber ich glaube, du meinst nach Aachen. Bei der Verabschiedung GMS bei dem Turnier haben wir beide noch zusammengestanden. Stimmt. Das weiß ich auch noch. Aber da hat sich halt nicht viel verändert. Wir haben ja auch in der Zeit, wo der Timo mal nicht in Essen war, haben wir immer noch ab und an mal über Facebook geschrieben. Wir haben immer Kontakt gehalten. Und geile Typen vergisst man einfach nicht. Und da er Rot-Weißer ist, das weiß man ja auch. Und Rot-Weißer halten eh immer zum. Und wie gesagt, so ein. Ist und bleibt mein Junge, was willst du anders hören? Perfekt. Kannst du, glaube ich, so bestätigen, Timo, zurückgeben, Timo, oder? Ja, also wieder erstmal Dankeschön für die Blumen, Sandy. Weiß ganz genau, ich rede ungern über mich, aber wie gesagt, ich kann es nur zurückgeben, denn das Wichtigste ist immer, dass man authentisch ehrlich bleibt und sich nicht verbiegen lässt. Auf jeden Fall, ja. Genau, wichtig ist einfach, dass man auch Unikat. Was war das? Hast du schon wieder hier die Torhymne laufen lassen oder was, Sandy? Da ging der Telefon.
Ja, sicher, da ging ein Telefon. Der kann rufen von Thomas Japke aus Senzig, das auch meine Unioner Freunde. Ja. Da erzähle ich aber gleich noch ein bisschen was zu. Das ist wieder großartig. Kannst du gerne machen, auf jeden Fall. Wir sind gespannt noch auf ein paar Geschichten. Worüber wir auch reden wollen natürlich. Der eine oder andere wird sich erinnern, wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen angefangen. Hafenstraße früher, Hafenstraße heute. Wir haben so ein bisschen verglichen. Ne? Der Timo kennt beide Stadien, hat in beiden gespielt. Der Sandy kennt natürlich auch beide Stadien, weil er natürlich in beiden Stadien schon viel mitgelitten hat, möchte ich es mal nennen. Ne? Sandy, ja. Der Timo und ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Wir haben letzte Woche, hat der Timo so ein bisschen erzählt, Kabine früher, ne? Alles ein bisschen oldschool und so. Altes Stadion hatte irgendwie einen geilen Flair und wenn du da im Tunnel standest, ne, die Fans links und rechts schon neben dem Tunnel gesehen hast, dann bist du rausgegangen, sagt er, war schon Gänsepelle. Ne? Wenn ich dich jetzt mal so, oder wenn wir dich mal so fragen würden, du bist jetzt auch mittlerweile seit ein paar Jahren im neuen Stadion dabei, ne, jetzt abgesehen von der Corona-Zeit natürlich, wenn du mal so einen Vergleich ziehst, man kann das wahrscheinlich gar nicht vergleichen, aber wie, ich sag mal, was hat früher für dich so die Hafenstraße ausgemacht? Wie hast du das wahrgenommen? Wann warst du zum ersten Mal da? Erzähl mal so von deiner Zeit so ein bisschen. Ich glaube, das wird viele interessieren. Also das erste Mal, dass ich an der Hafenstraße war, müsste der 25. August 1975 gewesen sein. Mhm. Da hat mein großer Cousin hat mich mitgenommen. Da war direkt gegen Scheiße 04, das Spiel ist 0-0 ausgegangen, das weiß ich auch noch. Und ich werde es nie vergessen, ich war ja nur eine Rotznase, ich glaube, ich war 7 Jahre alt oder was. Und mein Cousin hat mich mitgenommen, hat mir auf den Wellenbrecher gesetzt. Und dann hat die Gelsenszene die Westkurve gestürmt. Dann kam die Essener Löwen hinterher und dann kam die Reiterstaffel hinterher. Also ich werde es nie vergessen und seitdem hasse ich diese blaue Brut auch. hat sich bis heute nicht geändert. Das war so das mein erstes Erlebnis und ab da war ich komplett infiziert. Also, weiß nicht, man ist damals mit dem Fahrrad zur Hafenstraße gefahren. Da gab es die uralte Ost noch. Mhm. Und dann hat man immer gehofft, dass irgendein Opa einen an der Hand mit reingenommen hat. In der Halbzeit durfte man dann auch für Nüsse rein. Nein. Und spätestens in der Halbzeit war man dann auch drin. Das, ja. Wahnsinn, ne? Und wenn es nur eine Halbzeit war, Hauptsache man konnte dabei sein, Stimmung erleben, das war alles, oder? Ja, klar. Das war das A und O dann damals. Ja. Und ja, das ist bis heute ist es eigentlich so geblieben. Das, klar, das GMS, das kann man nie ersetzen. Das habt ihr ja letzte Woche ja auch schon gesagt. Das ist noch so ein richtig geiles Oldschool-Stadion mit Herz, mit viel Seele gewesen. Jetzt das neue Stadion ist halt so ein 0815 Betonbunker, wie alle modernen Stadien eigentlich sind. Klar. Und die Westtribüne, die Ultras und die anderen Jungs von der Westtribüne sind jetzt gerade mal dabei, wenigstens einige Wände, einige Pfosten ein bisschen in rot-weißen Style zu gestalten. Da ist man jetzt mittlerweile mit der GVE, glaube ich, so weit, dass das umgesetzt werden kann. Und den ganzen Dingen mal ein bisschen mehr rot-weißen Flair zu geben. Ein bisschen Farbe. Ja, aber ist nicht dasselbe wie früher. Ist klar. Ist kann es aber auch nicht sein. Also das ist nun mal so. Hier ein paar schöne Momente hat man mit Sicherheit hier, aber die letztendlich auf ewige Zeiten, ich sag mal, bis auf der Aufstieg jetzt 2011, aber was auch, bis auf ewige Zeiten in den Köpfen bleibt, sind halt die Erlebnisse und die Erfolge, die im alten Georg-Melke-Stadion passiert sind. Da kann das neue Stadion noch gar nicht. Ne, da muss noch einiges passieren, damit das irgendwann vielleicht auch mal die gleiche, also was heißt die gleiche, aber sagen wir mal ein bisschen mehr Nostalgie auch bekommt. Ne? Da müssen Jahre vergehen und Geschichten, glaube ich, ja, sich abspielen, ne, die jetzt so noch gar nicht haben konntest in der kurzen Zeit. Ne, muss man ja auch ganz klar sagen. Man sieht doch einfach mit einem ganz normalen Menschen das. Und das neue Stadion seit 2012 ist gerade 8 Jahre alt. Stell dir einen 8-jährigen alten Bengel an, der hat noch keine Falten, der ist noch total jungfräulich. Wahrscheinlich, denke ich mal. Wahrscheinlich. Mal an. Heutzutage weiß man nicht so genau. Der hat noch nicht allzu viele Macken. Ne? Kannst du einfach mit so einem jungen Bengel vergleichen. Das musst du ja alles nur kriegen. Klar, das stimmt. Das stimmt. Junges Kind, das Dingen. Ja, aber um nochmal drauf zurückzukommen, du hast viele Spieler auch da gesehen. Wenn du sagst, was hast du gesagt, 75, 76 warst du das erste Mal da? Ja, 75. 75, so, dann hast du ja auch den einen oder anderen erlebt damals. Ist dir denn so
von den Spielern, sag ich mal, so in Erinnerung geblieben, dass du heute noch sagst, das war das Geilste, was ich je gesehen habe bei uns im Stadion. Also dem hatte ich so gerne zugesehen beim Spielen, das war die absolute Granate für mich. Ja, das war nicht Henrik Bohnmann. So lange war der ja auch nicht da. Ja, schön. Da werde ich ihm nachher schicken, separat nochmal raus. Einmal die Stelle, klasse. Ja, war mir klar. Ja, ja. Musst du jetzt sein, weil... Ja, ja natürlich. Natürlich die Kurve. Ja. Jürgen Röber, Frankix, so die Truppe, die dann anschließend auch im Pokalfinale war, das war eigentlich so das, was so... was so hängen geblieben ist. Ich meine, Dieter Bast, den habe ich damals auch gesehen, natürlich Willy Lippens, Dieter Bast. Jetzt kenne ich den Dieter auch persönlich, den Willy ja auch. Mittlerweile habe ich das Glück, dass ich viele, viele Persönlichkeiten kennenlernen durfte. Ja, wir haben großartige Mannschaften gehabt, auch ich wüsste jetzt nicht, wenn ich da... Muss man ja keinen hervorheben. Wenn ich da hervorheben... Timo Brauer fehlt noch, ne? Ja, das ist ja noch ein kleiner, der... ich bin ja noch dein Junge. Du hast ja von früher, du hast ja gefragt wie von früher. Genau. Aber das Schöne ist das, Sandy, ich habe ein paar Mal auch bei Instagram ein paar Bilder gesehen, dass du natürlich auch mit so Leuten, mit den ehemaligen Spielern natürlich noch super Kontakt hast und du natürlich auch jetzt beim Frankie Kurt regelmäßig auftrittst, ist übertrieben gesagt, aber auch zum Geburtstag, glaube ich, eingeladen worden bist mit der Herzenswünsche und dann auch vor Ort spielst. Ich glaube, das ist einfach für das Projekt Herzenswünsche einfach einmal Geschichte, wo dich entsprechend auch eine kleine Spende immer eingenommen wird. Ja, war natürlich schön, immer beim Frankie gespielt habe. Wird mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir haben jetzt im Sommer seinen Sohn geheiratet. Da war ich dann in Hippeland, keine Ahnung, wo das war, Richtung Gladbach irgendwo. Irgendwo im Dorf war das. Da habe ich dann mal wieder gespielt nach langer Pause, Corona-bedingt halt. Oh, sehr nette Geschichte. Also mit Frankie. Aber das ist halt auch ein Typ wie du und ich, das ist auch ein gerader Kerl und das passt einfach, ja. Stark. Aber ja. Genau, ich bin jetzt mal dran, Marlon. Ja, immer mach. Wo du gerade sagst, Herzenswünsche, Corona, natürlich konntest du viele, viele Auftritte ja jetzt nicht vollziehen, beziehungsweise bestimmt abgesagt, aber dennoch, das hatten wir auch in den letzten Podcast-Folgen, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, hast du deinen Rekord mit den Herzenswünschen geknackt, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, ist halt eine unfassbare Nummer. Also, das letztes Jahr, fangen wir vorletztes Jahr, meine 12.800, keine Ahnung, 50 Euro oder irgendwas, müsste ich jetzt nachgucken, wo ich schon gesagt habe, das kann einfach nicht toppen. Ich war ja auch da 50 Mal unterwegs und irgendwann ist auch mal Feierabend. Ich meine, das 52 Wochen, da kannst du dir ungefähr vorstellen, frei ab. Und dann kam halt das Jahr 2019 und da waren dann auf einmal 16.500. Wahnsinn. Und dann kam, das schlägt ja auch immer Wellen. Man motiviert ja auch wieder andere Leute und andere Gruppen, sich dafür zu engagieren oder mich anzurufen, mich einzuladen. Da passieren ja Klamotten und da rechne ich ja auch nie mit. Und da hatte ich schon mit der RWE-Party im Café Noah, da waren wir gerade Mitte Januar, da waren wir ja schon fast bei 10.000. Und dann kam Corona. Und ich hatte eigentlich den Herzenswunsch-Terminkalender von Anfang März bis Ende Juni schon komplett zu. Ich hätte jedes Wochenende irgendwo gespielt. Dann habe ich mir halt überlegt, irgendwas musst du dann machen. Und dann habe ich dann das erste Online-Konzert gegeben, was mehr als 5.000 Leute gesehen haben. Das war der Hammer. Es sind über 4.100 Euro gespendet worden. Die auch sofort, unfassbar. Und jetzt mittlerweile war ich auch schon wieder unterwegs, war ja unter anderem in Aue und in Leipzig und in Essen natürlich auch viel unterwegs und in Nordrhein-Westfalen, in Dülmen und was weiß ich alles. Ja, wir stehen jetzt bei über 18.000 Euro, was absolut irre ist. ist absolut unfassbar und ist für mich auch relativ schwer zu greifen. Musst du nicht, musst du einfach genießen, Sandy.
Ja, was heißt genießen? Ich muss einfach machen, weil das ist mit genießen. Man macht einfach das Richtige. Also wir haben ja wirklich, wir schauen uns ja Jahr für Jahr die Einrichtung an, wo das Geld dann auch hingehen soll. Wir sind über den Punkt, dass das nur an die Essener Chancen geht, sind wir mittlerweile weit hinaus. Wir unterstützen ja auch ganz andere Einrichtungen, wie zum Beispiel das Spatzennest in Essen-Borbeck, wo ganz schwere Kinderschicksale da aufeinandertreffen und die unbedingt Hilfe brauchen. Und ich habe heute Termin mit dem Tani Kapitän, das ist der Geschäftsführer der Essener Chancen, und mit Markus Rudig gehabt. Und wir werden auch jetzt mit den 18.000 unfassbar Großartiges wieder anfangen. Und es geht immer weiter, geht immer weiter. Und ich habe heute, witzigerweise, und da war der Kollege von Union Berlin, der mich gerade versucht hat zu erreichen, der schrieb mir heute Morgen eine WhatsApp, Sandy, guck mal auf dein Konto, ich habe schon für das nächste Jahr die ersten 500 wieder überwiesen. Ja, geil. Also, das sind die geilsten Geschichten, ne? Ja, es war dieses Jahr noch in Berlin, wegen Corona. Vermisst die Jungs da und sehen, dass ich da unbedingt mal wieder hinkomme, einfach mal ein bisschen zocken da. Du hast gerade das schon etwas, genau, die Jungen aus Berlin und so, wann besteht die? Wie kam es dazu? Erzähl mal so ein bisschen über den Kollegen, der dich gerade angerufen hat. Ja, einfache Geschichte. Ich habe damals noch bei Radio Hafenstraße meine Sendung immer gemacht, meine Olli-Sendung. Und da taucht auf einmal so ein Typ von Union Berlin auf im Chat. Und dann hat man so ein bisschen hin und her geschrieben und dann kam er halt zum ersten DFB-Pokalspiel, was wir dann auch gewonnen haben. Ich glaube, der Vince Wagner hat den entscheidenden Elfer da noch reingehauen, ne, Timo? Timo hat ein Kopfballtor gemacht, wenn ich mich nicht täusche, oder? Wenn er das Elfmeterschießen war. Den Elfmeter hast du nicht mit dem Kopf reingemacht, das ist ja keine Scheiße. Nein, den Elfmeter habe ich mit dem Fuß reingemacht, das stimmt schon. Aber wie geil wäre das jetzt einfach mal, wenn du beim nächsten Elfmeter dann einfach zack, Liegestütz und mit dem Kopf. Jedenfalls habe ich den Zimmi dann von Union Berlin gefragt, aber ihr kommt da garantiert auch, wo pennt ihr denn? Ja, wissen wir nicht. Ich sage, macht euch keine Sorgen, ihr pennt bei uns. Und an einem Café Nova, wir haben ja da auch ohne Ende Feldbetten, unseren Kram, da kam die mit dem 50er-Bus und wir mit Stauder-Kommilitonen, wir glaube ich mit 15 Mann da, haben für die gegrillt und die kam dann auch mit so einem fetten Karton für unsere neuen Freunde aus den gebrauchten Ländern. Da war dann so Bozen-Senf und Spreewaldgurken und Pfeffi und so Kram da drin. Geil. Ja, und da ist bei denen hängen geblieben und dann die veranstalten seit fast 30 Jahren ein internationales Turnier, Fußballturnier, Fanclub-Turnier in der Nähe von Berlin. Und da wurden wir dann direkt eingeladen. Ja, und wir Rot-Weißen, wir sind da eingeschlagen wie eine Bombe, die lieben uns seitdem abgöttisch und wir fahren da, weil wir einfach positiv bekloppt sind. Und die haben auch mehrere Anfragen von S04, von irgendwelchen Clubs, wegen uns laden die nie ein. Finde ich irgendwie sympathisch, muss ich sagen. Ja, die sind schon gut drauf. Ja, und da lernt man halt viele Leute kennen, wie gesagt, aus Aue, Leipzig, Salzburg, FC Köln, Burghausen, Celtic Glasgow, wer da alles ist, HSV, Pauli. Ja, und von denen, wie gesagt, die Kontakte, die werden das ganze Jahr über auch gehalten und von denen werde ich dann auch zu den Konzerten eingeladen. Bist du eigentlich so ein Stadionhopper? Also ich sag mal, warst du viel unterwegs in den deutschen Stadien oder eher entspannt? Ja, ich war schon viel unterwegs in den deutschen Stadien, aber nur beruflich. Wollte ich gerade sagen, du warst ja, als wir letzte Mal bei dir waren und uns das Intro und das Outro aufgenommen hast, da hast du uns halt mal erklärt, was du so beruflich eigentlich machst, ne? Weil ich glaube, das weiß auch keiner. Oder weiß keiner, ist übertrieben gesagt, aber viele, glaube ich, hätten halt jetzt nicht drauf oder wären nicht drauf gekommen, ne? Ja, ich baue halt Flutlichtanlagen und Essen zum Beispiel auch gemacht. Und da sieht man halt viele Stadien sieht man da halt logisch. Man kommt rum in ganz Deutschland. Jo, aber so, dass ich jetzt durch die Gegend fahre, mir irgendwelche Fußballspiele angucke, die nichts mit Rot-Weiß zu tun haben, das wirst du bei mir nicht erleben, weil Fußball finde ich eigentlich total langweilig. Also ich bin ja alter Tuser im Handballtorwart und mit Fußball kann ich eigentlich nicht ganz so viel anfangen. Jetzt fragst du mich, ja, warum ist denn dann der Rot-Weiß? Ja, da kann ich dir auch beantworten. Das werde ich fragen. Wegen der Menschen. Also wird man, klar bin ich dann natürlich als Bengel infiziert worden, da geht man dann dahin. Aber was mich besonders da immer hinzieht, das sind einfach die
die geilen Typen, die ich da jede zweite Woche sehe oder jede Woche, wenn sie auswärts fahren. Mhm. Das fasziniert mich so. Da hast du da so einen André, der selber Hartz IV bezieht und Pullen sammelt und irgendwelche Kinderheime da unterstützt. So Typen hast du da rumlaufen. Wahnsinn. Das ist einfach geil, da rumlaufen. Und man schafft halt viel. Und wie gesagt, ich mit Herzenswünschen habe ich mal jetzt auch meine musikalische Erfüllung gefunden. Also das ergibt einfach alles komplett Sinn, was da passiert. Und das macht einen auch ein bisschen stolz, dass man Teil von dem großen Ganzen sein darf. Also, absolut zu Recht, denke ich, ne? Ja, so viel dazu, dass du eigentlich Handballer bist. aber davon abgesehen, haben wir ja trotzdem bei Rot-Weiß auch jetzt zuletzt schön Fußball gesehen. Deswegen wollen wir natürlich auch nochmal kurz, glaube ich, Timo, ne, über die aktuelle Situation auch so ein bisschen sprechen. Genau, der Sandy hat mir auch verraten, dass er im Stadion war. Nicht anders als nicht ja. erwarten, ne? Ja. Wie fandst du denn das Spiel, Sandy? Ich fand das sehr gut. Also ich fand, da sind zwei gute Mannschaften aufeinander getroffen. Mhm. Wir hatten in der ersten Halbzeit auch ein paar Lattenknaller. Die haben auch eine mehr als 100%ige Chance, die da in Pfosten ging. Genau. Es waren teilweise wirklich, wirklich schön rausgespielte Chancen. Und gut, das 1-0 war natürlich dann der erlösende Moment. Weil gegen das Heimspiel musstest du einfach gewinnen. Das war sehr wichtig, wie ich fand. Und man ist einfach zufrieden nach Hause gekommen. Aber ist im Moment auch für das Auge, sag ich mal, schon ein bisschen was anderes als in den letzten Jahren, oder? Finde ich, wenn ich so gucke. Also irgendwie habe ich schon das Gefühl, du siehst so, da ist ein Plan und die rennen ja. alle, die haben Bock, die kämpfen. Das ist das, was mir so gefehlt hat, ne? Das ist auch auf jeden Fall so, dass die sich wirklich in jeden Zweikampf hauen und Gras fressen und auch einen verlorenen Ball sich zurückerkämpfen oder den Kram. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, man hat den Eindruck, dass da einfach eine wirklich reife Mannschaft auf dem Platz steht. Die genau weiß, was sie tut. Und es macht Freude zuzugucken mittlerweile, ja. Ja, Timo, gehst du mit einher, glaube ich. Ne? Du hast zwar selber natürlich noch deine Spielchen, die du so erfüllen musst mit den Sportfreunden aus Lotte, aber du hast ja immer den Genuss, Timo, du kannst ja immer gegen den Gegner spielen, gegen den RWE als nächstes Spiel. Ne? Das heißt, du kannst immer so schön vorher sagen, wie schwierig wird's. Deswegen jetzt gegen Mönchengladbach 2, Timo, kannst du jetzt mal erzählen, wie schwierig wird's denn? Ja, wie gesagt, da hast du natürlich recht, dass wir immer gegen den Gegner spielen, gegen den die Roten spielen. Ja, das ist wieder so eine typische Frage. Ja, wie schwer wird's denn? Ich glaub, die Journalistenfrage. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist deine alte Herkunft, die Journalistenfrage. Ja, komm. Ja, ich glaube, wie wir auch schon öfters gesagt haben, das ist eine U23, eine spielstarke U23, die, glaube ich, auch über die kompletten Jahre immer oben mitgespielt hat, Borussia Mönchengladbach. Ja, und dementsprechend ist es natürlich eine schwere Aufgabe. Die haben ein gutes Spielsystem. Ich glaube, die haben gegen uns mit einer 3-5-2 gespielt. Und ja, man muss natürlich auch immer warten, welche Spieler von oben runterkommen. Das ist ja immer der typische in der U23. Aber nichtsdestotrotz wird es natürlich auch ein spannendes Spiel. Und ich bin mehr als gespannt, wie es dann ausgehen wird. Ne? Ja, wie Adi Preisler damals gesagt hat, der Nationalspieler entscheidend ist auf dem Platz. Ne? Deswegen das ganze Gelaber drumherum bringt ja eh nichts am Ende. Hauptsache die Jungs fighten, die kämpfen, die rennen und wie wir gerade festgestellt haben, da tun sie ja aktuell wirklich. Sandy, was macht dich denn? Ich glaube, was diese Mannschaft auch auszeichnet, ist einfach, dass die auch die nötige Geduld haben, ihren Stiefel runterzuspielen, bis es dann endlich mal klingelt. Genau. Und Ich tat mich in den letzten Jahren, wo der Erfolg nicht unbedingt da war, auch sehr schwer. Ich kann mir schwer vorstellen, dass ich als Sportler auf den Platz gehe und nicht unbedingt gewinnen will. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich glaube auch Benny Bayer und Timo und wer da überall an der Hafenstraße aufgelaufen ist, Timo sowieso steht eh außer Frage, aber auch die Jungs und Benny Bayer dann hinterher, auch die sind auf den Platz gegangen, um zu gewinnen. Das kann mir keiner erzählen, dass die gesagt haben, ach ja, spielen wir heute mal ein bisschen Fußball. Also ich als Sportler, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja, das sehe ich genauso. Also für manche ist das scheinbar so heutzutage. Ne? Die sind froh, wenn sie ihre paar Mark verdienen und denken sich auch mal gucken. Aber ich glaube, wie wir gerade gesagt haben, jetzt macht das so den Eindruck,
Als hättest du schon viele gute Jungs dabei, die wirklich sagen, hör mal, ich habe hier richtig Bock, geilen Fußball zu spielen, ich will gewinnen. Ich gebe alles für Rot und Weiß. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich schön, auch mal mit anzusehen. Aber Sandy, was macht dich denn, ich sag mal, optimistisch, dass es dieses Jahr vielleicht auch endlich mal damit klappt, mal eine Liga zu klettern? Also ich als Laie kann ich nur sagen, ich glaube, der Jörn Nowak hat einen riesen Job gemacht und hat gut eingekauft. Wir haben einen sehr breiten Kader, wo viele Positionen 1:1 ersetzt werden können und das wird sich am Ende auszahlen. Es sind nun mal viele Ligaspiele, dazu kommt noch der DFB-Pokal, der Niederrhein-Pokal, so Gott will, solange nicht wieder wegen Corona irgendein Scheiß abgebrochen wird. Genau. Und das wird sich, glaube ich, am Ende auszahlen. Was passiert, wenn wir in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen die Blauen spielen? Also ich rede nicht vom Ergebnis, ne? Ich rede vom, sagen wir mal, Corona, legen wir mal beiseite, dürfen wieder Zuschauer rein. Was wäre da los? Hafenstraße wird brennen, oder? Ja, sowieso. Ich hätte so Bock auf das Spiel. So Bock. Das wird dann, habe ich ja auch bei Radio Essen schon gesagt, das wird dann, da war ja mal ein Wunschgegner, eher so eine Luschenmannschaft wie die Blauen zum Beispiel. Ah ja, die werden weinend, werden die in die Katakomben schleichen. Ich würde mir wünschen. Das wäre geil. Aber auch Zuschauer, also allein mal eine volle Hafenstraße, ne, davon träumen wir ja mittlerweile schon leider, das ist ja weit weg gerade alles. Aber eine volle Hafenstraße und dann noch so ein paar Blaue müssen ja auch da sein, damit man die ein bisschen ärgern kann, das ist ja auch wichtig. Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, ja. Hör mal, da hätte ich schon richtig Bock drauf, ne. Timo, du hast ja in der Jugend da sogar für die gespielt, was war da los? Fällt mir gerade wieder ein, das ist ja eigentlich so ein schwarzes Kapitel in deinem Leben. Ja, wollte ich gerade sagen, das Kapitel, das wollen wir gar nicht besprechen. Wollte ich gerade sagen, sag mal, ist ja mal, woran hat es gelegen, ne? Deswegen, wie gesagt, kein Kommentar. Ist alles Vergangenheit und wir gucken nach vorne. Und wo wir jetzt auch nach vorne gucken, wir haben ja noch so ein neues Thema, so eine neue Rubrik hier aufgeschlagen, unsere Traumelf, ne? Richtig. Und ich glaube, letzte Woche war die Teuter dran. Ich glaube, der Sandy ist da konform mit mir, da der den Frankie Kurt hinten in eine Kiste stellt. Deswegen sind ja jetzt die Verteidiger, würde ich mal sagen, dran. Und wir überlassen natürlich dir, Sandy, den Vortritt aus dem Bauch heraus. Ein geiler Verteidiger, den du in deine Traumelf sehen möchtest oder wirst oder sollst. Ich hoffe, du nimmst jetzt nicht meine Auswahl. Ja, bin gespannt. Jetzt darf ich dich Vince Wagner sagen. Doch, den darfst du sagen. Dann sagst du Vince Wagner. Ich habe nämlich einen anderen. Okay. Ich sag mal einen Kumpel Vince. Vince Wagner. Geil, geil. Timo. Nee, ich hatte genau das Pardon zum Vincent Wagner, den Alexander Tamm. Der Tammy war ja leider nur eine Saison bei den Roten, aber ich glaube... Ja, leider. Genau, aber ich glaube, er hat so die Initialzündung gegeben damals in der Aufstiegssaison. Ich weiß, das Spiel noch gegen Homberg nach dem Zwangsabstieg. Keiner wusste genau, wo der Frosch die Locken hat. Und dann sind wir rausgekommen und keiner wusste, wie viele Leute kommen. Man hat es euch angesehen. Das war so niedlich, war das, wie ihr Bengels da... Wie ihr Bengels da auf den Rasen gekommen sind und man hat ja den einen oder anderen von euch gelockt, ja, da könnt ihr an der Hafenstraße spielen, da kommen da 2.500 bis 3.000 Leute und dann kommt ihr da an, wie viel waren da, 8 oder was? Ja, und die Hütte hat gebrannt und dann kam der Fallrückzieher Tor des Monats von Tammy, das erlösende 1-0 und wir wussten, ey, Alter, geht weiter, wir sind wieder da. Und das haben wir euch auch spüren, dass ihr aus der Kabine gekommen seid. Und, man hätte einen Film von euren Gesichtern drehen müssen, echt. Das war schon so richtig knuffig. Ja, und wie gesagt, der Sandy hat jetzt eigentlich alles vorweggenommen, was ich auch sagen wollte. Der Tammy hat eingeleitet mit dem Tor des Monats. Ja, und deswegen gehört er einfach für mich in diese Traumelf, weil er nicht nur auf dem Platz ein geiler Typ ist, sondern der Sandy wird jetzt nicken und einfach konform mit mir sein, auch neben dem Platzen mega geiler Typ ist. Auf jeden Fall, ja. Darf man Außenverteidiger auch mit reinnehmen, Timo? Ich weiß ja nicht, du bist ja Cheftrainer, also du kannst aufstellen, wie du willst. Ja, hör mal, Kevin Grund fehlt noch natürlich hier, ne? Also ich glaube, wer seine 10. Saison mittlerweile spielt und glaube ich auch schon hier und da hätte hingehen können und sich immer wieder durchgesetzt hat und immer den Arsch aufgerissen hat, ich glaube, der gehört in meine Traumelf rein. Männer. Also insofern. Stimmt. Ja, jetzt müssen wir Stöckchen ziehen, das ist richtig. Ja, Maler, bin ich gespannt, wen du auf Außenverteidigerposition dann hinstellst. Auf der andere Seite.
Eher auf der anderen Seite. Nein, alles gut, alles gut. Aber wie du sagst, Kevin Grund ist auch die eine unfassbare Legende. 10 Jahre sagt alles. Ja, super absolut. Mensch, super Typ und Ja, ist er auch. Genau. Und bleibt uns noch 10 Jahre erhalten. Mindestens. Gucken, wenn er noch laufen kann. Aber solange der laufen kann, stelle ich den da gerne auf, weil ich weiß, bei dem Jungen, der reißt sich sowieso den Arsch auf. Also von daher, da mache ich mir keine Sorgen. Ja, Kevin und ich, wir haben ja eins gemein. Eigentlich hat der Timo mit uns beiden was gemein. Wir sind ja eigentlich alle Botschafter der Essener Schanzen, zusammen mit Patrick Korte auch. Ah, ja. Und was mir so ein bisschen auf den Sack geht, das werde ich aber auch nochmal an gegebener Stelle nochmal anbringen, warum der Timo... Oder welches Argument es gibt, dass der Timo nicht mit auf Tour geht, wenn wir die Herzenwunsch-Tour wieder machen, weil nur weil du halt nicht mehr in Essen spielst, warum bist du auf einmal kein Botschafter mehr? Der ist noch Chancen. Erzähl mir das mal. Ich kann es nicht nachvollziehen und ich finde das echt kacke und ich finde es schade und das Sandy, da weißt du ganz ehrlich, soll ich dir was ganz ehrlich was sagen? Da weißt du mehr wie ich. Oder ja, aber nicht? du bist es doch nun mal. Ja, eigentlich nicht, aber... So, hättest du Bock, von Halter nach Essen zu kommen, wenn wir auf Tour gehen und die Geschenke vorbeibringen in den Einrichtungen? Hättest du da mal Bock, rumzukommen, wenn die Zeit dir erlaubt? Ja, klar, wie gesagt, ich habe ja den Tani immer erzählt, wenn er was hat. Ich glaube, manchmal schreibe ich noch mit ihm, wenn er was hat, dann bin ich auf jeden Fall da, wenn es dann zeitlich passt. Von daher, ich glaube, das geht um eine Sache, die unabhängig vom Verein ist, sondern es geht einfach um die Menschlichkeit und um die Demut. Von daher bin ich da... Natürlich offen, Sandy. Ja, dann werde ich das mal anstoßen. Das ist ein Wort. Ich würde mich auch freuen, Timo, weil ich glaube, die Kids und alle, die da beteiligt sind, würden sich auch freuen. Deswegen ist es immer eine gute Sache. Und ja, Männer, hör mal, jetzt haben wir reichlich geplaudert, reichlich gequatscht. Wir haben über Fußball gesprochen, wir haben über einen guten Zweck gesprochen, wir haben über schöne Geschichten gesprochen, bis nach Berlin hin. Sandy, willst du irgendwas loswerden? Irgendwas ganz Dringendes oder bist du durch mit uns? Ja, ich bin durch mit eurem Popmusik gerade auch nicht. Ich trinke ja, wie gesagt, gerade keinen Stauder, sondern meinen schönen Lager Wallin, 16 Jahre alt. Meiner Stimme zuliebe, weißt du, muss man drauf pflegen. Ja, ist klar. Muss man ein bisschen singen. Hast du jetzt noch in nächster Zeit irgendwas geplant, so gesangstechnisch? Ja, irgendwo hin? Es wird das zweite Online-Konzert geben am 19. Dezember. Ah ja. Weil Herzenwünsche müssen weitergehen, die Zahlen gehen wieder hoch. Erste war ein absoluter Kracher, den Leuten hat es gefallen. Also werden wir wiederholen und das genau am 19. Dezember um 19:07 Uhr fange ich dann wieder so 3 Stündchen an, Musik zu machen. Kurz vor Weihnachten, das ist doch nochmal ein schönes Geschenk eigentlich für viele. Ne? Also definitiv vormerken, liebe Leute, seid am Start. Zieht euch das Ganze rein, kauft die LP vor allen Dingen auch. Haben wir gerade zu Anfang der Sendung ausreichend drüber gesprochen. Wir freuen uns sehr darauf und werden mal reinhören und mit Sicherheit, Sandy, dich hier nochmal irgendwann zu Besuch haben. Würde uns sehr freuen. Es war mir und Timo, glaube ich, auch eine Ehre, dass du dir Zeit genommen hast hier für uns. Und, selbstverständlich der erste Gast, ne, mit dem Intro muss natürlich Ehre, ja, wenn sicher. Ehre gebührt, Sandy. Ihr Schleusenfische. Ja, hör mal. Ja, hey, wenn du mich mal brauchst, bist du ja. Ja, Nummer habt ihr, ruf durch. Das machen wir. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Ja, uns auch. Ne? Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann in alter Frische. Dann mit dem nächsten Gast, Timo. Wen haben wir? Du hast da sowas angeleiert letztens. Kannst du dich erinnern? Boah, ich habe viele schon angeleiert, aber wir müssen auch mal was umsetzen, ne, meine Jungs. Lasst euch mal überraschen. Und, genau. Genau, lasst euch mal überraschen. Ich habe was im Kopf. Wir machen was Schönes. Ne? Oh. Also in diesem Sinne, liebe Rot-Weiße, bleibt sauber da draußen, bleibt vor allen Dingen gesund in dieser komischen Corona-Zeit und wir sehen uns nächste Woche wieder, dann mit hoffentlich 2 weiteren Siegen im Rücken. Ich wünsche euch alles Gute, Sandy, Timo, danke euch Jungs. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Pass auf euch auf, bleibt gesund, Jungs. Ciao. Ciao. So, Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie!